So Leute, weiter geht's mit Stickwars Legacy. Ich wollte noch den Turniermodus weitermachen und ich habe ja ein paar coole Tipps bekommen, wie ich das eigentlich schaffen würde. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, übrigens, da oben ist eine Playlist, einmal draufklicken bitte. Also, ich war hier bei Zane und der hat mich ja am Anfang heftig hart überrannt. Und ich soll halt am Anfang viel, also Schwertkämpfer oder sowas ausbilden, damit die mich nicht überrennen. Halt, dass ich die, damit ich die überrenne. Ah, wieder upgraden hier. Ich glaube, ich grade erstmal die Schwerttypen ab. Ich habe ja noch 8 übrig. So, das sieht für mich einigermaßen okay aus. Hier waren so ein paar Sachen unnötig, aber egal. Dann los geht's. Ja, und ich werde gleich direkt wieder angegriffen. Also, Schwertkämpfer, ganz wichtig. Damit die Schwertkämpfer die meine Arbeiter nicht töten. Naja, zwei Arbeiter sind von mir leider jetzt gestorben, aber ist egal. Ist nicht so schlimm. Machen wir jetzt erstmal zwei neue dann. So, Bogenschützen brauche ich auch dringend, weil die Bogenschützen von denen greifen jetzt meine Arbeiter an und das ist nicht so cool. Also, meinen Riesen habe ich jetzt auch. Ich weiß ja nicht, wie viel das ausrichten wird, aber der hält zumindest erstmal die Leute ab. Obwohl, nein, die Bogenschützen greifen gerade meine Statue an. Nee, ich glaube, das wird absolut nichts. Ich habe verkackt. Schon wieder. Ah, Leute. Ich habe kein... Ja. Nochmal. Okay, ich habe rausgefunden, wie ich das jetzt machen werde. Einfach stumpf angreifen und nicht verteidigen. Das klappt erstmal, das klappt viel besser jetzt. Wieso habe ich nicht vorher dran gedacht? Ich bin echt irgendwie ein Blitzmerker. Und noch ein bisschen. Komm, noch ein, zwei Schläge. Bitte. Ich habe gleich gewonnen. Ja, ich habe eigentlich schon. Ich glaube, ich habe schon gewonnen. Oder? Ach, komm schon. Ja, komm, noch ein Schlag. Oh mein Gott, der hat es geschafft. So, nächste Runde. Beide Teams starten mit einer riesigen Menge Gold gegen Crush spielen. Oder so ähnlich. Okay, jetzt upgraden. Sperrtypen upgraden. So, ja, ich habe noch zwei übrig. Ich schätze mal dann auf den Magier. Ich kann ja schon fast alle upgraden. Fehlt ja nicht mal viele Punkte dafür. 10.000 Gold am Anfang. Das ist nicht schlecht. Ja, dann mache ich erstmal ein paar Sachen hier, damit der mich nicht überrennt. Ja, ich habe es gewusst. Ich habe es einfach gewusst, dass gleich ein Riese kommt. Okay, einen Riesen habe ich schon mal, der kommt gleich direkt an. Da ist schon mal ein Riese. Ich glaube, ich mache einfach einen zweiten und jetzt den Rest Bogenschützen und Speertypen und Magier, schätze ich mal. Und den hier noch. So sieht ganz cool jetzt aus. Alter, macht er Schaden? Warte mal. Nee, ist das normal, dass er so viel Schaden macht? Nee, oder? Irgendwie kommt mir das zu viel vor irgendwie. Nee, okay, wir haben die doch abgewehrt. Mit zwei Riesen ist es eigentlich auch nicht so extrem schwer, die abzu... Alter, hat er gerade 161 Schaden gemacht, der Magier? Was? Hä, what the fuck? Wie habe ich das bitte verloren? Was ist gerade passiert? 261 Schaden. War das der Magier? Alter, what the fuck? Das ist heftig viel. So, ich habe schon mal zwei Riesen gemacht und eigentlich das ganze Geld kommt fast komplett verballert. Damit die... Ach nee, der Riese macht ja Gebietsschaden. Moment, ich muss ihn da raus tun. Dann bekommt er ja gleich viel Schaden. So, ich warte kurz, bis die fertig sind. Damit die beiden nicht gleich viel Schaden bekommen. So, die anderen müssen gleich auch fertig sein. Das dauert noch ein bisschen. Mal gucken. Bis jetzt klappt das echt ganz gut. Mal gucken, ob ich es schaffe, jetzt endlich den zu überrennen. Und ja, gewonnen. Ja. Das war... Ja, das ging eigentlich. War nicht so schwer. So, nächste Runde. Gegen wen spielen wir jetzt? Zack. Du erhältst alle 6 Sekunden an neues Gold. Okay, hallo, warte mal. Alter, wieso... Warte mal, wieso... So... Wird nie so schnell ausgebildet? Warte mal. Habe ich was verpasst jetzt? Okay, sehr interessant auf jeden Fall.
Ist das jetzt einfach so Wellen? Also Wellenüberleben einfach? Da kommen jetzt richtig viele von denen und ich muss die einfach dauerhaft jetzt überleben? Auf jeden Fall, ja, ich glaube, das ist sowas halt, schätze ich mal. Ah, man bekommt immer Gold jede Minute oder was? Und da kann man die... Ach so. Ah, alles klar. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Alter, wie viel kommen denn da bitte? Nee, Alter, wie viel kommen da? Die überrennen mich einfach schon. Ja, ich glaube, ich habe verloren. Das wird absolut nichts. Nee, das wird nichts. Okay, noch einmal. Oh nee, ich habe keinen Diamanten mehr. Kann ich mir Werbung angucken, damit ich Diamanten bekomme? So, das müsste erstmal ausreichen, schätze ich mal. Für ein paar Runden. Oh, guck mal, jetzt sieht das schon viel besser aus. Ich muss mehr angreifen. Ich bin einfach viel zu oft in der Verteidigung. Das ist echt keine gute Idee eigentlich. Okay, das sieht schon wieder so aus, als ob ich verlieren würde. Wie schafft er immer, mich so hart zu überrennen? Also irgendwie komme ich da irgendwie nicht so ganz durch. Vor allem dieser Schaden, den die machen, Alter. Bei mir ist fast wieder die Hälfte weg. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Einfach ganz viele Sperrtypen... Spam, danach geht's einfach... Okay, die Sperrtypen halten auch ziemlich viel aus. Vor allem gegen die Bogenschützen. Ich hatte ein bisschen früher nachdenken sollen darüber. Das ist ein Fair, you must be cheating or something. Ja, immer diese Leute, die sagen, wenn man ein Spiel gewinnt, dass sie cheaten. Ah ja, ziemlich witzig. Ja, aber... Ja. Auf jeden Fall, ich muss mich mehr auf die Sperrtypen konzentrieren. Ich glaube, das ist mein Fehler. Erfolg freigeschaltet, win normal crown... Du hast gewonnen, Schwierigkeit normal, Avatar meiner. Krone insgesamt eine, also geht's. Man kann es noch mehr davon bekommen. Ja gut dann. Ich sag mal, es reicht mir fürs Video. Klickt hier irgendeine Playlist an, die ihr wollt, oder da oben in die Infokarte. Könnt ihr entscheiden. Und sagen wir, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Video gefallen hat. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, Livestream oder whatever. Tschüss Leute. Tschüss.